Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg Zivi. Freunde, heute ein sehr, sehr, sehr emotionales Video. Capital Bra, einer der erfolgreichsten Rapper. In meinen Augen muss ich dazu sagen, ich feiere ihn einfach. Ich feiere ihn. Obwohl er in letzter Zeit nicht so viel Musik hochladet, gönne ich mir auch in Dauerschleife seine alten Lieder rein. Ja, er ist schon für mich so Inspiration und musiktechnisch schon sehr weit oben. Kommen wir aber eigentlich zu einem Video. Es geht darum, Freunde, dass Barello Stress hat mit Capital Bra und das ehrlich gesagt noch vor kurzem, so vor ein paar Tagen. Und ich dachte mir, ich mache ein Video dazu. Ich glaube, das Video interessiert den einen oder anderen. Also schnack ich nicht lange herum, schalt mal das Intro an. In diesem Sinne, los geht's. Freunde, in diesem Video geht es darum, dass Barello live ist und eine Memo von Capital Bra abspielt. In dieser Memo sehen wir halt, dass Capital Bra mega sauer ist auf Barello und sogar ein bisschen, muss man dazu sagen, droht. Barello behauptet, es liegt ein Missverständnis vor. Wir reagieren jetzt aber gemeinsam auf diese kurze Stelle und schauen uns gemeinsam an, um was es geht. Nee, der Capi ist sauer auf mich. Hör mal zu, guck mal, hör genau zu. Mit dieser Frau, über die ihr redet. Leute. Ich hab da gar nicht geredet, da hat Kei geredet. Guck mal, der ist sauer auf mich, Capital. Barello merkt gleich, dass Capital Bra eine ganz andere Tonlage hat und man merkt auch gleich von Capital Bra bei der Memo, er macht keinen Spaß. Er ist wirklich zornig. Alleine schon, wenn er sagt, hör mal, das ist so auf, pass auf, ich mein's gerade ernst. Jetzt habe ich bei den Schauer 4 Kinder, 10 Jahre zusammen. Unglaublich, Freunde. Capital Bra ist knapp 10 Jahre mit seiner Frau dann zusammen und hat bald 4 Kinder. Und ich glaube, ich habe es im Internet gelesen, Capital Bra ist nicht mal so alt. Er sieht älter aus, als was er ist, aber ich glaube, er ist um die 25, 26 Jahre. Der ist relativ jung, Freunde. So jung schon ein vierfacher Vater zu sein, ist unglaublich, Freunde. Mich juckt es null, ob du Filme hast oder so. Leute, Capi ist sauer auf mich, obwohl ich nichts gesagt habe. Das hat Kei gesagt. Warum... Er geht auf mich, ja wallah, ich habe mich entschuldigt. Barello behauptet in dieser Szene kurz, dass er nichts damit zu tun hat, sondern ein Junge namens Kie, ich kenne ihn gar nicht. Er behauptet auch, er hat sich entschuldigt. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du dich wirklich offiziell entschuldigt hast, weil Capital Bra ist mega sauer. Und ich glaube, ihr seid auf seine Frau losgegangen oder so, habt diese Frau schlecht dargestellt, weil er redet auch über diese Frau. Guck mal, ist mir egal, was du sagst. Wir beide sehen uns auf jeden Fall. Wir beide sehen uns. Und für mich ist es in dieser Szene kurz so eine, muss ich dazu sagen, eine leichte Drohung, so auf, wir sehen uns, wir sehen uns. Also wir klären das jetzt nicht unter Aufnahmen oder Calls, sondern wir müssen uns persönlich sehen und wir müssen das klären. Also, boah, ich muss dazu sagen, Capital Bra habe ich lange nicht so gesehen. Ist mir egal, was du einsiehst, ist mir scheißegal, was du für einen Schaden hast. Ich sag, ich sehe meinen Fehler ein und so, er geht trotzdem auf mich, Leute, ja. Wallah, Leute, Capi, bitte, ja, wallah, ich habe schlechte Gewissen, ich habe Angst. Barello zieht in dieser Szene kurz die Mitleidschiene. Also er hat sehr viel Schuldgefühle, er hat Angst, dies und das. Also er hat Angst, er hat Schuldgefühle und guck jetzt, was er macht. Guck jetzt. Viele feiern es. Ich muss dazu sagen, ich dachte, er macht alles fake, so dieses Gefühl von Angst und so. Außer vor Pater habe ich die Chance. Also hier redet er kurz über arroganter Part und dass er von dem gar keine Angst hat. Also ich denke mal so, in einer Sekunde auf die nächste von Schuldgefühle und Angst und Trauer macht er Spaß über den arroganten Part. Keine Ahnung, also auch wenn Capital Bra dieses Statement kurz sieht von Barello, er sich denkt, ja, die Sache hat sich gegessen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es wird wirklich zu einem Treffen kommen zwischen den beiden und vielleicht, ja, wird es nicht zu einem schönen Treffen kommen. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Schreibt mir das bitte unten in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich versuche natürlich so gut es geht aktiv für euch zu sein und Videos zu ballern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Peace out.